Jo, hallo, da ist er wieder. Oh, ich sitze heute auf dem Eimer, ich habe nämlich keinen Stuhl mitgenommen. Ja, Kurzsession. Eine Nacht. Wir haben es jetzt ungefähr 16 Uhr. Habe jetzt alles aufgebaut, habe heute wirklich nur kleine Ausrüstung bei. Brolli, Lilien, Schlafsack, Hotpot, zwei Routen, eine Stüppel zum Köderfischstüppen, ein bisschen Anfütterungszeug, Angelkiste, Thermoskanne mit Kaffee. Ja, und ein bisschen Naschi-Naschi, also ein paar Kekse halt mitgenommen. Sollte bis morgen früh reichen. Also wird eine Nacht. In die Stelle habe ich jetzt hier schon mal im Sommer gesessen. Da, wo wirklich ja nichts passiert ist, da war auch viel Bootsverkehr. Jetzt ist es weniger, definitiv 100% weniger. Also ich habe hier vorhin ein Boot langfahren sehen. Bin jetzt, ja, wie soll ich mal sagen, in so einem Seeteil. Die Seen sind hier alle mit ein bisschen Kanal verbunden, mit so kleinen Durchstiche und so was alles. Ja, Zielfisch versuche ich heute, Zander. Vielleicht auch ein Wels, mal gucken. Aal, tja, weiß ich nicht, wird eher schwierig. War früher ein sehr gutes Aalgewässer. Ist aber in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden. Aber gut, man kann ja nie wissen. Vielleicht kommt ja doch einer vorbei. Also soll bis um 0 Uhr soll definitiv bewölkt bleiben. Jetzt haben wir leicht Sonne, leicht Wolken. 15 Grad Außentemperatur, also schön warm, sag ich mal. Und dann soll die Bewölkung, ich sag mal, nach 0 Uhr ein bisschen abnehmen. Aber da sollte der Mond ja schon ein bisschen verschwunden sein, ein bisschen, also nicht mehr so hell sein. Wir haben jetzt abnehmenden Mond. Ja, und dann lasse ich mich mal überraschen und hoffe, dass ich euch hier was zeigen kann. Und dann sehen wir uns nachher. Ich werde jetzt gleich erstmal ein bisschen anfüttern, ein paar Kicken, ein paar Uckelstippen, ein paar kleine Plätzen, mal gucken, was ich kriege. Da werde ich euch auch nochmal zeigen, was ich da so nehme. Und ja, das war dann erstmal soweit. So, jetzt müssen wir beeilen. Köderfische schlüpfen, ganz wichtig. Bis nachher. So, da ist er. Also, ich habe jetzt mal wirklich, ich zeige euch das mal, ein bisschen minimales Futter angerührt. Ja, ist so ein Futtermix für Weißfisch minimal. Also ich versuche eigentlich auch jetzt, sag ich mal, im Sommer und auch jetzt im frühen Herbst wenig zu füttern beim Köderfische schlüpfen, wenn ich sie nicht sehe. Dann habe ich hier noch die Pinkies von letztem Mal. Pinkies sind also die, die sind entschieden kleiner als Maden. Ich zeige euch das mal, also die sind wirklich klein. Vorfach ist oder Haken ist ein 16er. Hol euch mal wieder hoch. Wirklich 16er Haken, eine 0,07 Gramm Pose, also eine ganz leichte Zeug zum Anstecker stippen und das reicht eigentlich aus, da brauchen wir auch nicht viele Theater machen. So, und jetzt geht los. Jetzt ein bisschen gegen Wind angefüttert, weil bis das abgesunken ist, treibt es noch ein bisschen so in meine Richtung hier. Und dann müsste das Futter so hier ungefähr liegen bleiben, also so gerade zu. Und ja, jetzt warten wir 2-3 Minuten und dann fahre ich als. Ja, wie ihr seht, ist ganz schön windig heute. Aber gut, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Wenn man frei hat, dann muss man einfach mal los. Jo, schöne Plätze.
kann man hier hoch verwenden. Wie gesagt, jetzt nehme ich erstmal alle dann Anstecker, was ich bekomme. Aussortieren kann ich immer noch. Da guck mal, so groß sind sie. Also ist ein richtig schönes. Richtig schöne Plätze. Macht jetzt der Wind das auch nicht einfacher, aber gut, lass mal haben. Dann sollten die Buckels also auch hier sein, wenn die Plätze da sind. Dann beißt, der Wind macht es auch nicht einfacher. Also werde ich jetzt mal in Ruhe noch Köderfische stücken und dann sehen wir uns nachher wieder. Wa? Ich sag dann Tschüssi, bis heute Abend, sag ich mal, wenn es dunkel wird. Wa? Jo, tschüssi. Jetzt hier ein paar Fischpellets. Da werde ich jetzt anfüttern. Ich habe zu Hause mal getestet. Also die lösen sich innerhalb von 6 Stunden auf. Und da werde ich dann nachher, da wo ich angefüttert habe, mal eine mit Köderfisch reinhauen. Und mal gucken, was da so passiert. Weil, wie gesagt, die Fischpellets haben eigentlich eine sehr gute Lockwirkung, auch für Aal und auch für Zander und für Wels. Gut, dann werde ich jetzt anfüttern. Und in 4 Stunden wird da ungefähr die Route hingehen. Toter Köderfisch. Und dann schauen wir mal. Also ich habe jetzt ungefähr knapp ein Kilo angefüttert. Da wo ich jetzt angefüttert habe, ist es so circa, ich sag mal, 2 Meter tief.
Und da werde ich dann nachher den Köderfisch hinlegen und mal gucken, was da so passiert. Weil ich kann nicht immer sagen, es funktioniert. Und dann kann ich es nicht machen oder mache es nicht. Wie gesagt, wir werden sehen. Ich habe es hier in dem Gewässer noch nicht probiert. Also wird es für mich heute auch eine Premiere. Lassen wir uns überraschen, wa? Gut. Wie gesagt, ein bisschen großflächig anfüttern, dass sich das so ein bisschen verteilt, weil ihr werdet mit die Fischpellets mit einer Menge Blei anziehen. Vielleicht fütter ich nachher noch mal kurz, bevor es dunkel wird, noch mal nach. So eine Stunde vor dem Dunkel werden. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, und der Köderfisch wird genau darin gelegt. Also ich empfehle euch nicht dort mit Wurm zu angeln, weil dann habt ihr definitiv keine Ruhe vor dem Weißfisch. Also werden wir sehen. Gut, das war jetzt erstmal soweit. Vorbereitung alle abgeschlossen, Köderfische halt gestippt. Und nun kann die Nacht kommen, wa? Und dann hoffe ich, dass wir uns vor der Matte sehen. Mal was Neues. Gut, tschüss, tschüss. Guten Morgen. Ich würde sagen, Zielfisch. Also, schöner Zander. Voll Wolle genommen. Den Köderfisch war ein sehr großer Ucke. Bin zufrieden. Ja, die ganze Nacht ist gar nichts passiert und jetzt gerade eben. Ist jetzt, ich sag mal, eine halbe Stunde hell und jetzt ist ihm eingefallen, dass er losmarschieren musste. Ja,
gut, jetzt wird die Route wieder fertig gemacht. Und dann gucken wir, was wir noch so reißen können hier. Ich hoffe, das war nicht der letzte. 2-3 Stunden habe ich ja noch. Morgen, ja, die Code-Session ist jetzt vorbei. Wird jetzt langsam wieder alles einpacken, so wie immer, wisst ihr ja. Ja, was mich jetzt eigentlich erstaunt hat, dass er eigentlich in den Morgenstunden gebissen hat und nicht ja, heute Nacht, sag ich mal. Aber es war nachts auch sehr ruhig auf dem See. Also man hat nur Springen gehört, die Köderfische waren ein bisschen aktiv, die haben ein paar Schnurschwimmer halt gehabt. Ansonsten nichts weiter, aber schön. Ich freue mich über das Ding, ein schönes Ding, schöner Zander. Also ich habe mir gemessen, 64 cm hat er. Also ist schon schön. Ja, das nächste, so mal ein bisschen Vorausschau für euch. Komplett neuer See in Schleswig-Holstein, wenn ich mal nicht irre. Da fahre ich in 14 Tage hin. Dann nochmal zwischendurch ein bisschen mit Enkelkind angeln. Da fahren wir dann nach Polen. Weil da darf er angeln, da haben wir nicht so viele Probleme wie hier. Ihn ein bisschen heranführen. Ja, und dann steht im Oktober Mecklenburg-Vorpommern nochmal an. Mal kicken, wie das Wetter ist. Wird dann noch Aal sein, denke ich mir, wenn es dementsprechend die Temperaturen sind. Und eventuell dann in Zander. Zander ist in dem See drin, aber sehr schwer zu beangeln. Also wird wieder eine Aufgabe werden. Und dann ist das Jahr schon wieder, was jetzt, sag ich mal, Aal betrifft, vorbei. Und dann geht es wieder mit der Quappensaison los. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen mehr regnet. Dass der Wasserstand sich dann auch ein bisschen erholt. Dass wir nicht wieder so viele Probleme wie im letzten Jahr haben. Aber gut, kann man nicht ändern. Gut, dann wünsche ich euch ja einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ach, apropos, fällt mir gerade noch ein. Also Montage war genau so, wie die in den letzten Filmen gezeigt. Ich habe sie jetzt nicht nochmal extra mit aufgenommen. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wa? Und lasst es euch gut gehen. Tschüss, tschüss.